Einen wunderschönen guten Tag, damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind heute mal wieder auf der Karte Region Grundorf unterwegs und fahren heute mit dem ZHS 415NF in eine Post-Auto-Repaint, weil ich es eigentlich ganz schick und schnick fand. Genau deswegen fahren wir das heute. Das Ganze gab es nur in der doppeltürigen Version, deswegen fahren wir heute die doppeltürige Version. Und ja, würde sagen, wir steigen gerade mal ein, rüsten den Karren mal auf. Wir fahren die Linie 74, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So, der Spiegel rendert schon mal mit. Ach stimmt, wir haben ja die Dingskasse drin. Cool. So, mal ein bisschen Licht da drin wäre, glaube ich, ganz cool. Ich glaube tatsächlich die Sitztexturen echt schick. Dann brauchen wir ein bisschen Standlicht, damit das hier Armaturenbrett beleuchtet. Machen wir hier so ein bisschen auf. Jop. Und Sapp für eine angenehme Klimatisierung in diesem Fahrzeug. So. Bahnhof Grundorf, da stehen wir gerade. Wir fahren Route 2. Einsteigen auf ZOB. Das scheint anscheinend irgendwo richtig zu sein, würde ich sagen. Von daher. Boah, ich habe viel zu viel Zeit eingeplant. Ne? Wir können eigentlich jetzt gleich los nach da vorne. So, da ist niemand. Läuft doch alles hier. Wie am Schnürchen, du. So H1 oder H2? Bahnhof Grundorf. Gut, dann halt mal irgendwo, ne? 74, genau. Das sind dann wohl wir. Tja. Ist da niemand da, oder was? Will da keiner mit uns mit? Dann würde ich sagen, sind wir doch mal so frei, ne? 1, 2... Ja, 30 sogar fast. Ach, guck mal. Und schon haben wir jemanden, der mit möchte hier. Guck mal, jetzt können wir sogar hier den Ding... Ach stimmt, ich habe mich gar nicht um das Problem gekümmert. Das sollte ich eigentlich noch kümmern, um das Problem mit den... Ja, gut, das habe ich ja noch nicht geschafft. Because diese letzte Aufnahme ist ungefähr 10 Sekunden her. Ja, super. Ich kann natürlich wieder St. Ilsensee-Style hier Just-in-Time-Fixing betreiben, aber das ist dann doch nicht so geil. Danke, hätte ich eh gerade gemacht. So. Ich werde dann mal hinab hinfortpreschen. So, das sieht auch ganz gut aus. Müsst ihr euch auch automatisch weiterschalten. Hier, von daher. Sind wir damit ganz zufrieden hier, ne? Passt aber innen nicht ganz so, würde ich sagen, mit den Anzeigen, gell? Ist mir irgendwie falsch? Irgendwie keine einsteigen, gell? Ach doch, sie will mit, okay. Ach, guck mal, dann haben wir sogar Außenschwenktüren. Schick, schick. So, wunderschön. Sitzen wir wieder nach vorne hier. Kann ja nicht sein, dass wir gestern bloß da als Fahrgast uns da rumbewegen. Sagt er und machte weiter. Ich finde es echt cool irgendwie so aus der... War wahrscheinlich ein bisschen knapp wegen dem Dings da, aber hat dann doch gepasst. So, wir müssen nach links. Okay. Dann bleiben wir noch mit dem Taxi. Vielleicht klappt es da noch ein, zwei Stationen. Mir gefällt hier die Sitzpolster, weißt du? Nein, ich habe mich gerade entscheiden müssen zwischen die Sitztextur und der Sitzpolster. Zum einen kannst du dich natürlich im Simulationsraum bewegen und sagen, ja, technisch gesehen ist es eine Textur, aber das, was es abbilden soll, ist natürlich ein Sitzpolster. Da kann man sich natürlich jetzt drüber streiten. Wenn ich jetzt einen gesagt hätte, hätte ich OMSI für real genommen. Wenn ich das andere genommen hätte, dann hätte ich damit gesagt, OMSI ist so unreal, ist alles Kacke. Wobei es nicht heißt, dass real gut ist. Das ist, super Supermarktkette, super. Kann man super einkaufen. Das ist, glaube ich, eher Warenhaus, ist, glaube ich, einzuordnen unter der Kategorie, aber, naja. Da müsste ich jetzt aber echt mal schauen, du. Das ist mir hier sonst nicht ganz so geheuer. Habe ich hier eine Busampel? Nee, ich will einfach so hier rüber. Ja, geil. So, machen wir hier nochmal rüber.
Also irgendwas ist aber hier auf der Karte, was mir nicht ganz so gut gefällt. Also, nicht, was mir nicht so gut gefällt, aber was hier Rechnern per se nicht so gut gefällt. Scheint so. Stand aber auch irgendwie in der Doku drin, von daher liegt das anscheinend nicht nur in der schäbigen Hardware. So. Mhm. Ja, mit den Routen passt super, würde ich sagen. Also Innenanzeige ist top. So, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Das hat ja super geklappt, würde ich sagen. Voll Profi am Werk, du. Das ist, ja, ne? Don't trust Omsi. Davon, das läuft jetzt aber absturzfrei. Und die Performance wundert mich generell, da müssen wir herkommen, wo das, schauen, wo das herkommt. Ja, ob das dann vielleicht hiermit zusammenhängt, dass Omsi gerade gesagt hat, tschüssi und so, man weiß es nicht genau. Müsste man mal nachschauen, würde ich sagen. Naja. Das ist gar nicht, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu lange weitergeredet und nämlich einen Stuss erzählt, der jetzt irgendwie wichtig war, aber ich glaube, das ist ja relativ, ja, ich glaube, ich war da nicht so wirklich im Redefluss drin, von daher passt das eigentlich ganz gut. Somit herzlich willkommen zurück hier, ne? Schönen guten Tag. Wir haben gar nicht mehr so viel Farbplan, aber ein bisschen Farbplan ist das schon noch. Ich glaube, wir werden das in irgendeiner Form überleben, meine Damen und Herren. So. Ne? Oh, Verspätung. Naja. Was willst du machen? Die gab es heute im Sonderangebot. Die habe ich. Habe ich gedacht, nimmst du die mal mit, oder? Ne? Also, ich meine, mit drei Minuten zum Preis. Nehmen wir 5 Minuten zum Preis von 2. Das ist durchaus ein attraktives Angebot. Da kann man jetzt nicht unbedingt Nein sagen. Also für meinen Teil zumindest nicht. Deswegen. So ist es. Oder lassen Sie mit den Kram. Ich glaube, das mit den Sichten umschalten ist auch so ein Ding. Da sagt Omsi so, nee, Josh, du lass mal lieber. Das heißt, ich habe schon ganz viele Abstürze damit provoziert, dass ich einfach wie wild in der Gegend sichten irgendwie rum. Es ist natürlich auch der Bus irgendwie. Ja, wow. Zum Glück für mal mit euch. Ich hätte vielleicht in der Zeit dann auch nach den Fahrschein gucken können und nach den Profi. So, um 20, bitteschön. Nee, was soll ich gerade noch erzählen? Er will nicht mehr mit. Ist egal, wenn ich wäre eh zu spät. So. Was wollte ich denn gerade erzählen? Genau, Sicht umschalten. Da provozierst du Omsi immer zum Nachladen und das ist dann nicht ganz so geil. Von daher. Wenn dann auch Spiegel, die nicht damit mitgerendert werden, wie der hier zum Beispiel, wenn du dann da reinguckst und dann muss dann irgendwie. Dankeschön. Und dann muss dann irgendwie den Spiegelinhalt neu nachladen, weil das vorher noch nicht da war. Das, da freut sich dann Omsi auch mal einen großen Keks. Das trägt auch nicht wirklich gerade dazu bei. Und vor allem auch schwarze Texturen und so ein Kram. Ich glaube, das ist irgendwie auch mit Speicher voll und so. Das ist ein bisschen kritisch. Gerade wenn man irgendwie. Ja, lange Strecken fährt und dann immer wieder reinguckt, nicht reinguckt. Aber immer ganz knapp nach dem Zeitraum, nach dem Omsi die Texturen entladen hat. Weil irgendwie, wenn Texturen gefühlt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es implementiert ist, auf dem Gefühl ist es so, wenn du lang keine, lang die Texturen nicht im Sichtfeld hattest und lange jetzt eher so im Sinne von, ja, 30 Sekunden, dann entlädt Omsi den Kram halt irgendwie. Und ja, wenn du dann wieder in den Spiegel guckst, was ja in der Regel tatsächlich so ist, dass man jetzt nicht alle 30 Sekunden in den Spiegel schaut, von daher. Wir können sogar durchfahren hier. Die Joshi. Und jo, ist ja ein bisschen kritisch. So, du könntest aber auch gerne mal hier dafür sorgen, dass man ein bisschen was sieht hier vorne. Ja, ich weiß, es ist die Kacheleinstellung, aber das ist hier halt. Durch die Performance sagt auch die dynamische Kachelreduktion. So, ja, ne, lass mal reduzieren. Wird bestimmt besser. Also irgendwas ist da, weil es ist jetzt da vom Detaillierungsgrad her und auch von den verwendeten Objekten und sowas, sieht das jetzt nicht so aus, als ob das unglaublich schlimm und hungrig wäre, aber vielleicht ist dem ja so. Man versteht es einfach nur nicht. So, die will da auch nicht mit, denke ich mal, sonst hat es halt ein Problem. Nächster Bus kommt bald. Und auf der Linie, die geht jetzt, glaube ich, so 15 bis 20 Minuten. Haben wir aber tatsächlich 4 Umläufe. Das fand ich irgendwie relativ spannend zu sehen. So viele Umläufe auf so einer relativ kurzen Linie, da kriegst du einen ordentlichen Takt zusammen.
Jo. Dürfen wir da mal. Dankeschön. So, ja, der biegt natürlich auch ab. Ne? Er kann sich ja noch nicht früher entscheiden. Gut, der Navi hat vielleicht erst jetzt gerade eben gesagt, du bieg mal ab. Es ist bestimmt der Ikea da vorne. Der ist bestimmt schuld. Oder der Citaro hier. So. Ah, bäh. Das Geräusch hat mich verwirrt, deswegen bin ich da jetzt gegen den Bordstein gefahren. Okay, das war anscheinend auf einer Kachel, auf der wir uns gerade befunden haben. Guck mal, wie smooth das jetzt läuft. Aber so rum ist irgendwie besser. Also wenn man erst in dem Bereich war und dann kommt man raus, weil dann ist man das Flüssige nicht gewohnt. Ist ja echt so, also wenn du lange Zeit irgendwas Premium-mäßiges nicht gewohnt bist, dann vermisst man es halt auch irgendwie nicht. Und wenn man es dann hat, dann vermisst man es, wenn man es nicht mehr hat. Das ist echt schwierig. Ich glaube, deswegen haben echt viele Promis irgendwie ganz große finanzielle Probleme, weil die halt irgendwie so ein Jet-Set-Lifestyle und so ein Kram haben und dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo du das, diesen Lebensstil nicht mehr halten kannst und dann hast du halt ein Problem, weil irgendwann halt dann dein finanzieller Rückstand, den kleinen, den man sich noch aufgebaut hat, weil man möchte Geld ja ausgeben, der reicht dann halt nicht mehr und ja, ne? Da muss man ins Dschungelcamp, damit die Kasse wieder halbwegs ausgeglichen ist. Ach ja, es ist, glaube ich, auch nicht schön. Wir haben es auch nicht einfach, aber es ist halt, weiß ich nicht, sagen wir mal persönlich auf einer Ebene. Ich glaube, da kann man so als Otto-Normal-Mensch, ich heiße zwar nicht Otto und auch nicht normal. Jetzt überlegt mir das Otto mit Vornamen und Normal mit Nachnamen. Uiuiui. Gut, das ist, glaube ich, ungefähr so wie Max Mustermann. So will es halt auch nicht heißen. So, das schaffen wir aber noch, ne? Selbst wenn, wir schaffen es einfach. Haben wir jetzt hier irgendwo, ist das irgendwie Grundorf irgendwo? Ich meine, die Tankstellen natürlich und auch von der Kurve, das können sie nach, fahren wir jetzt nach Einsteindorf rein? Nee, okay. Ja, okay, es ist doch anders tatsächlich, okay. Weil nur so grob von der Einfahrt hätte das auch irgendwie, Einsteindorf heißt das Kaff doch, glaube ich, gell? Das hätte das sein können, aber nee, dem ist anscheinend nicht so. Und ich hätte mit dem Spiegel oben rechts tatsächlich ein bisschen anders eingestellt. Vorne ist zwar ganz geil, aber noch cooler und wichtiger finde ich es eigentlich vorne rechts, die vorne rechts der Teil vom Bus. Da kann man dann fast noch ein bisschen eher was sehen, was da so relevant ist. Swushtidu, okay. Also wenn man will, kommt man einigermaßen zügig vorwärts. So ist es. Da werden einige Leute aussteigen, würde ich sagen. Ja, so, auch guck mal, Kreisverkehr, der will irgendwie raus. Aber ein schicker Kreisverkehr. Großzügig gehalten, jetzt nicht von der Spurweite her, aber großzügig hier vom Rest her, ne? So. Bäh. Swusch, dusch. Oder einmal hier lang noch und dann denke ich mal, boah, die stehen aber ganz schön. Da muss er aufpassen, du, ne? Tresdorfer Kirche. Mhm. Wir sind sogar on time, genau. Die 75 wird hier auch lang fahren. Allerdings fährt die in Grundorf-Bereich und da wollte ich mich heute mal großzügig drum rumschummeln. Eine wunderschönen guten Tag. Steigen Sie ein. Fahrschein haben wir heute nicht. Die sind aus, wenn sie stumm sind. Dann kann ich Ihre Bestellung leider nicht bearbeiten. Tja. Guck mal, viel mit Fahrradweg. Das hätte man auch echt irgendwie hier mit einem. Mal gucken, ob das durchgängige Fahrradwege sind. Da könnte man vielleicht auch daraus irgendwie so eine Folge machen. Na, müssen wir mal schauen. So, das passt hier auch ganz gut. Oh, da kommt gerade einer. Hahaha. Oh, ist aber zum Glück relativ breit, die Straße. Gut, aber den dann kommt man jetzt schlecht mit einberechnen. Weil das geht. Einfach einen ganz großen Bogen und dann sind wir wieder drin, bevor der da ist, ne? Oh, jetzt schaltet doch nicht, Mensch. Ich hab doch gar nicht so stark aufs. Ich hab extra hier nicht Kickdown gegeben, damit der hier nicht mir den. Aber. Hui. Oh ja, es ist aber. Warte mal kurz. Ja, okay.
unterm Pommes so ein bisschen Hochspannung haben. Ich glaube, das tut uns allen, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, wenn man müde ist, ist das, glaube ich, ein optimales Wachmachmittel. Ach ja. So, ein bisschen Überland hier. Passe vom Busseinsatz her, glaube ich, ganz gut. So, einen schönen guten Tag. So, hier ist das gleich oder haben wir hier keinen Zugverkehr? Also da muss schon, glaube ich, auch technisch so gesehen, physikalisch so ein bisschen Sicherheitsabstand sein zwischen der Oberleitung und den... Man kann die, glaube ich, nicht einfach so durch Brücken durchlegen, habe ich mal, glaube ich, mal gehört zu haben. So, 74. Geradeaus schräg links, okay. Okay, das heißt einfach nur geradeaus, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Hätte mich so ein bisschen City Economy, wenn ich jetzt hätte durch müssen. So, aber wir sind auch gleich da anscheinend. So, wir haben keine Vorfahrt, aber da ist jetzt... Nee, der will eh nur abbiegen, okay. Dann ich darf da rein, gell? Okay. So, mit den knappen Dingern da am Bordstein. Oh, die Linksabbieger freuen sich da bestimmt. Ein Stein auf Rathaus. Das könnte aber sein, da vorne die Bahnstrecke, ich glaube, die kenne ich noch aus der anderen Version. Da dürfte das Depot irgendwo in der Nähe sein. Wo wir letztes Mal losgestartet sind. Ja, losstarten sowie durchdividieren. Ich weiß, das ist irgendwie... enthält gewisse Redundanzen. Ja, wenn sie jetzt noch hier raus wollten, sorry, dann war das halt ein bisschen spät. Oder das sind einfach die Leute, die einfach schon, ne, du... passt du nicht mal alle Türen so... Boah, das finde ich in der Stadtbahn so schlimm. Also generell mal Leute, die... Boah, die drücken müssen, wenn... also generell knapp drücken, ungefähr gerade los schon mal drücken. Aber noch schlimmer die Leute, die Tür geht zu... Und die wollen schon für die nächste Station drücken, dass der Fahrer vielleicht noch die Türfreigabe drin hat, wegen denen die Tür nochmal aufgeht. Alter, Latz, solche Leute, du. Du, es reicht auch, wenn du, gut, ganz kurz vorher vielleicht nicht, wenn du Bedarfshalt hast, da muss ich ja halbwegs so ein bisschen drauf einstellen. Aber du brauchst doch ehrlich noch nicht drücken, wenn er noch an der Haltestelle steht. Also irgendwo, ganz ehrlich, nee, nee. Oder Leute, die auch erst aufstehen, weil er steht schon eine Weile, hat die Türen schon eine Weile offen. Die fühlten sich... aber mal 7 Schritte von der Tür entfernt und stehen dann erst auf, wenn der schon ein paar Sekunden steht und die Türen gerade schon wieder am Zugehen sind. Ja, aber ja, es ist ja immer beschwerlich, dass der Zug zu spät ist, ne? Dass man vielleicht beim Ein- und Aussteigen selber eventuell einen relativ relevanten Teil dafür kann oder sich genau durch die Tür reinquetschen, durch die sich auch 50 andere Leute reinquetschen und die anderen 4 Türen beachtet irgendwie keiner. Dass man das vielleicht ein bisschen besser verteilen könnte. Oder auch ein Bahnsteig. Der ist auch länger als nur da, wo man gerade auf den Bahnsteig draufkommt. Man kann auch ein bisschen weiter nach hinten laufen. Zum Beispiel ist nur so eine Idee. Oder Bahnen haben auch manchmal einen zweiten Wagen. Da kann man auch einsteigen. Wobei, nee, macht das nicht. Dann ist er nicht mehr so leer. Ich fahre nämlich immer ganz gern, wenn es irgendwo mal einen zweiten Wagen gibt, dann aber mit dem zweiten Wagen, weil da sind immer weniger Menschen drin. Haha. grinst. Ist wirklich so. Ist ein tolles Phänomen. Beide Bahnen fahren irgendwie, also beide Wagen fahren wo gleich hin. Und es ist nicht mehr bei den Stadtbahnen so, dass die ab und an mal vielleicht abgehängt werden können, sondern irgendwie gerade auch in der Innenstadt, wenn du Straßenbahn oder sowas hast, der wartet aber, ne? Natürlich nicht. Okay, also Vorverträgung ist auf der Karte, sagen wir mal, kritisch. Gut. Und du warst wahrscheinlich auch nicht. Netter Mensch. Ja, ne, der könnte ja irgendwo, der könnte mir irgendwo auf der. Ich glaube, ich muss da irgendwie. Ah, hier rein. So. Ey, die glauben mir ja, der Wagen wird bevor wir irgendwo stehen. Der fährt bestimmt nur woanders hin. Steht zwar das gleiche Ziel drauf und du hast auf der Strecke gar keine Möglichkeit, den Wagen abzukoppeln, aber. Das, nee, zweiter Wagen ist halt Lava, ne? Ach ja. Hat halt echt einen Vorteil, dass man selber dann den Wagen mehr oder weniger versichert. Von daher, zweiter Wagen ist Lava, steigt da bin ich ein. Lass das bitte so. Ist ganz super, so wie es ist, ne? So, ich würde sagen, das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.